So, Freunde, ein herzlich willkommen zurück. Heute ist Mittwoch, wir wollen heute los zur Gamescom, erster Tag. Sind alle richtig müde, eigentlich. Die erste macht sich schon fertig, Cosplay. Hi. Die Jungs sind auch schon wach. Und wir wollen jetzt gleich los, 8 Uhr ist es. Ja, kurz vor 8 ungefähr. Und dann geht's los. Ja, gucken, dass wir dann gegen 9 da sind. Treffen dann Arthur Silver. Mal gucken, da werde ich auch noch ein bisschen vloggen. Einige kennen ihn noch, einige nicht. Netter Dude, Motzen ist auch noch da, den wir auch noch wahrscheinlich in Empfang nehmen werden. Und dann sind wir auch schon vollzählig. Und ich würde sagen, auf geht's. Ich nehme euch mit in den Zugfahrt und los. Jetzt durch den Kontrollen durch, mega gutes Wetter, warten jetzt noch auf die anderen, die haben jetzt erst verloren bei den Kontrollen, weil so viel los war, stehen aber auch schon da, also im Moment warten und dann sind wir auch wieder gleich wieder alle zusammen, läuft eigentlich und dann geht's rein. So, endlich sind wir drin, ist jetzt kurz vor 10 gewesen, Menge pur, geht jetzt rein, wir werden jetzt erstmal nach Nintendo gehen und dann mal ein bisschen gucken, was die Sache ist, ich weiß nicht, ob man mich überhaupt hört, ist ziemlich laut hier, geht eigentlich gerade. Ja, auf jeden Fall mega cool und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich bei Nintendo wieder. Wir können ja mal gucken, wie viel. Es ist einfach abnormal, wie viel hier wieder los ist, Alter. Richtig geil. Ja, meine Freunde, und da konnte man auch schon gleich abends antesten. Man hat auch den ersten neuen Charakter gesehen oder vielleicht auch nicht unbedingt der neue, aber auf jeden Fall ein neuer Charakter, der bei der Gamescom vorgestellt wurde. Es war Lola Pop, wenn ich jetzt richtig liege. Es war auf jeden Fall mega cool mit anzunehmen. Nintendo hat sich da auf jeden Fall gemacht, hat eine riesen Bühne aufgebaut. Es hat mega Bock gemacht, einfach zuzugucken. Da drumrum war mega viel aufgebaut. Mario Kingdom Battle Rabbits da, dieses Kingdom Battle Rabbits. Splatoon konnte man anzocken, Pokémon DX konnte man anzocken auf der Switch, Mario Odyssey auf Freunde, es ist eine Kaufempfehlung. Es ist so ein tolles Game. Freunde, tut mir den Gefallen und kauft dieses Game. Wenn ihr eine Switch habt, ist es auf jeden Fall ein Muss für jeden Switch-Besitzer. Auf jeden Fall haben wir viele Games anfangen können. FIFA war auch noch dabei. Also Nintendo hat hier richtig gut aufgetischt. Und natürlich hat Nintendo auch ein kleines Turnier veranstaltet hier im Mario Kart-Style. Da wurden gerade die ersten Gewinner gezogen. Und es war auf jeden Fall richtig geil, einfach anzusehen. Die Atmosphäre war geil, Freunde. Schöne große Leinwände. 8 Leute gegeneinander battlen oder fahren, wie man es nehmen will. Und es war einfach echt geil an dem Tag bei Nintendo. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen was anderes erlebt. Ich war ja nicht nur den ganzen Tag bei Nintendo. Es war auf jeden Fall cool, da zu sein. Ich glaube, das haben wir einen ganzen Vormittag verbracht. Aber wir sind natürlich nicht nur bei Nintendo gewesen. Und die Ausschnitte will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und zeige euch am besten mal, wo wir noch alles waren. Es war auf jeden Fall eine geile Gamescom. Und weiter geht's. Also Leute, früher hieß ich Silver, heute bin ich nur noch der König der Spiele. Ich hoffe, das versteht man auch noch bei der Lautstärke. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ich muss erst mal wissen, wie das aussieht. Sieht sich das, kannst du die drehen nicht? Alter, ja, und dann war ich noch natürlich noch in Halle 10.2. Es ist jedes Jahr für mich ein
wahnsinnig geiles Erlebnis, muss ich sagen, wenn ich da durchgehen kann. Es ist einfach mega krass, was da alles an Pokémon-Sachen sind. Ich war natürlich auch mega fertig schon nach einer Zeit, aber es ist immer cool, wenn man da durchlaufen kann, durch diese Retro-Ralle. Was an Pokémon-Sachen liegt. Das Geilste war natürlich auch noch die riesen Zelda-Sammelstücke, die da waren. Figuren, Spiele, Stickers, Schlüsselanhänger, alles mögliche rund um Zelda konnte man da finden. Natürlich habe ich mich mega gefreut und auch eine riesen Ganondorf-Statue habe ich da einfach gefunden. Die sieht einfach so verdammt gut aus, Freunde. Ich habe mich natürlich auch gefreut, weil da natürlich so ein kleines Schild angebracht war, was ich euch jetzt auch nochmal zeigen will. Das war sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Zur Zelda-Reihe. Also wie ich das gelesen habe, fand ich es echt cool. Liebe Besucher, aufgrund der Sicherheitsregeln der Gamescom ist in diesem Bereich das Jagen von Hühnern und das Werfen von Krügen untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Fand ich auf jeden Fall mega, mega cool. Und ich bin dann weitergegangen nach Ubisoft und da war ich einfach mega geflasht und ja, ich lasse euch jetzt einfach mal so ein bisschen genießen, was ich da gesehen habe und natürlich auch noch von EA in der Halle. Also bin ich jetzt ruhig und schaut euch weiter.
Hey Leute, hier ist euer Lieblings-YouTuber, den ihr schon ganz lange gesehen habt. Der übelst geil. Also, ihr habt mich bestimmt 2 Jahre nicht gesehen, aber es ist einfach super geil hier. Den habe ich auch kennengelernt. Wie heißt du? Saku. Das ist nicht mal meine Kamera, das ist einfach von irgendjemandem. Und jetzt mache ich ein Video. Ausschneiden! Es ist auch geil. Das ist nicht mal meine Kamera, du. Das ist Darf man dich sehen? Okay, das weiß ich, wusste nicht. Das ist E-Gamer, den kenne ich nicht, aber ich finde die witzig. Ich kann die voll die VIP-Areas, ne? Willst du Hallo sagen? Das ist nicht mal meine Kamera. Was seine Kamera ist das? Von Eve. Grüß deine Zuschauer. Yo, Eve. Ich bumse dich weg in BGC. Du weißt nicht, was BGC ist, mein Freund. Ich weiß, was BGC ist. Ich habe 1,5 Jahre nicht gespielt, aber ich klatsch dich trotzdem. Ja, Mann, er weiß besser, was BGC ist als du. Ja. Ein Lappen, Alter. Ja. Ich hoffe, er freut sich, wenn er das zu Hause anguckt. Nee, aber nicht alle ihn. Nein. Alle ihn, die abonnieren. Nein. Freunde, wir haben es geschafft. Ersten Tag der Messe überstanden. Ja, ich muss sagen, es war sehr anstrengend. Wirklich anstrengend. Wir sind jetzt beim Kölner Dom, haben noch ein bisschen was zu essen mitgebracht. Holen noch was zu trinken, die anderen, und dann wird ja rumgeschillt. Ich glaube, das Ding geht auch noch gleich ran. Grüße gehen an das Meter raus ohne Namen. Du weißt Bescheid. Und keine Ahnung, vielleicht ist es noch was Cooles irgendwie so. Unser Zug fährt erst in einer halben Stunde. Das heißt, wir haben genug, oder in der Stunde, und wir haben genug Zeit zum Chillen. Also von daher geht das eigentlich. Also, guck, bis die anderen da sind. Tschüss.